Was sind Chancen und Grenzen von Virtual Reality in der betrieblichen Weiterbildung? Warum werden Geflüchtete aus der Ukraine eher akzeptiert als Geflüchtete aus Syrien? Wie kann man technische Systeme so gestalten, dass sie für Menschen einen echten Mehrwert bieten? Wie beeinflusst das Schönheitsideal auf sozialen Medien das Selbstvertrauen von Jugendlichen? All diese soeben gestellten Fragen können wir mit Hilfe der empirischen Sozialforschung beantworten. Wie Sie sehen, ist diese sehr vielfältig. In diesem Kurs geben wir Ihnen einen breiten Überblick. Wir klären grundlegende Fragen wie: Was ist empirische Sozialforschung eigentlich? Was charakterisiert die qualitative und die quantitative Forschung? Und welche Schritte durchlaufen wir im Forschungsprozess, um neue Erkenntnisse zu gewinnen? Dabei beschäftigen wir uns mit der Formulierung von Forschungsfragen, der Studienplanung, verschiedenen Erhebungsmethoden, der Stichprobenziehung sowie der Auswertung und Ergebnisdarstellung. Wir haben für Sie kurze und informative Erklärvideos rund um das Thema empirische Sozialforschung aufbereitet. Wir lassen Sie an spannenden Gesprächen mit unseren Expertinnen teilhaben und geben Ihnen Einblicke in die Forschungserfahrungen von Studierenden. Sie steigen neu in dieses Thema ein? Dann empfehlen wir Ihnen, diesen Kurs von Anfang bis Ende durchzusehen. Wenn Sie Informationen zu einem bestimmten Thema haben wollen, dann können Sie auch gezielt Inhalte auswählen. Viel Spaß beim Kurs! Wir freuen uns auf Sie!